Die Vitesse Arnheim zu Gast in Leverkusen gleich. Geht's also weiter am Kurtekotten. Alle da und jetzt kann's Richtung Mittellinie gehen. Und Abmarsch. Kevin Volland, Bellarabi und Diaby. Das ging ja flugs. 1:0 dachte der Reporter, aber es war abgepfiffen. Jahresvertrag, Moussa Diaby, nächste Chance bei 04. Das geht schnell. Bayern 04 hat's eilig. Und wieder Diaby, da antizipiert er richtig gut. Bellarabi, oh, touchiert die Latte. Aber im Werkself-Radio, dazu gleich mehr. Jetzt Achtung, Vitesse kommt. Und Dragovic ist da, überragend gemacht von Alexander Dragovic. Für die Standards in der ersten Halbzeit. Oh, Achtung, und da ist es passiert. Da ist es passiert nach dem Standard 0:1 und es war die Nummer 5, Max Clark. Abschluss, Passübung und heute dann jetzt nochmal 90 Minuten für jeden und Tor, 1:1. Und es ist Sven Bender, der das verdiente Ausgleichstor besorgt. Standard kann Bayern 04 genauso wie Arnheim. Nimmt Peter Bosch stoisch zur Kenntnis. Aber da hat alles gepasst. Kevin Volland. Links geht Sinkgraven. Gute Idee. Und Diaby. Muss sich gemessen werden. Kevin Volland. Guter Abschluss. Gespielt gegen Almelo. Natürlich fantastisch für die jungen Spieler dann auch, gleich zweimal Spielpraxis zu sammeln. Demir Bay und die Möglichkeit für Volland. Ein oder andere Verletzung dabei. Jetzt Clark und nächste Möglichkeit Arnheim. Kai Havertz, rechts geht Bellarabi. Aber sofort wieder zwei Gegenspieler da, gut gelöst. Kai Havertz. Diaby, Havertz und Demir Bay. Hat er noch eine Idee? Hat er, aber ohne das Passwehr eingreifen muss. Klasse Schusstechnik. Und jetzt Achtung nochmal. Arnheim und Radetzky. Brian Linssen. Der gefährlichste Mann bei den Niederländern. 1:1 zwischen Bayern 04 Leverkusen und Vitesse Arnheim. Nach dem 3:4 gegen Heracles Almelo nun also das 1:1 gegen Vitesse Arnheim.